Leute, ich begrüße euch mal wieder zu einer weiteren Mario-Challenge und zwar dieses Mal in dem neuen All-Stars-Game, was die 3D-Mario so ein bisschen geremaked hat. Und das hat mich sehr gefreut und ich wollte direkt so ein bisschen Mario 64 spielen, ohne Münzen natürlich. Und ich würde sagen, ihr kennt mittlerweile alle die Regeln, oder? Ich versuche einfach nur so weit zu kommen im Spiel, wie es geht, ohne eine einzige Münze einzusammeln. Und ganz wichtig, wenn ich aus Versehen eine Münze einsammeln sollte, muss ich das Level sofort resetten und abbrechen und dann neu spielen. Auf jeden Fall eine coole Challenge, wie ich fand. Das Ding ist nur, es gibt ein paar Probleme mit dem generellen Game Design von Mario 64. Und zwar gibt es hier insgesamt 15 Kurse mit jeweils 7 Sternen. Und es gibt dann noch einige Bonussterne im Schloss. Und es gibt extrem viele Sterne in den Kursen, die mit Münzen direkt zu tun haben. Und zwar gibt es in jedem Kurs einen Stern für 100 Münzen, den ich nicht sammeln kann. Und es gibt in jedem der 15 Kurse einen Red Coin Star, den ich auch nicht sammeln kann. Das bedeutet, die gesamte Sternanzahl im Spiel sinkt von 120 auf 90 runter für mich. Und ich brauche mindestens 70, um Bowser zu erreichen. Wenn also noch mehr Sterne wegfallen sollten, könnte das sehr eng werden. Und in fast jedem Bonuslevel vom Spiel gibt es auch Red Coins. Das heißt, es fallen noch viel mehr Sterne weg und das Ganze könnte sehr, sehr knifflig werden. Aber okay, seid gespannt. Und ich würde sagen, wir starten jetzt direkt mal. Aber denkt auch bitte an meinen Twitch-Kanal, wo ich mittlerweile regelmäßig livestreame. Und lasst doch sehr gerne hier ein Abo da, würde mich sehr unterstützen. Und bei den 40.000 Abos kommt auch mal wieder ein weiteres Special. Aber hey, ich erzähle euch jetzt so ein bisschen, wie es mir ergangen ist. Und diese Challenge hier war extrem nostalgisch für mich, weil ich liebe Mario 64. Und auch wenn dieses Remake hier von Nintendo vielleicht ein bisschen faul designt wurde, bin ich trotzdem froh, dass es jetzt spielbar ist auf der Nintendo Switch. Und wir starten natürlich heute mit dem ersten Level, und zwar Bob Omb's Battlefield. Und das ist so ein bisschen das Tutorial, um erstmal kennenzulernen, wie Mario sich wirklich steuert und um ins Spiel reinzukommen. Und der erste Stern ist hier zunächst mal, dass man hoch muss auf König Bob Omb's Berg und dann muss man ihn oben besiegen. Und was soll ich sagen, Freunde, das Ganze hier ist noch nicht so schwierig für diese Challenge hier, weil die meisten Münzen, die es auf dem Weg nach oben gibt, die kann man einfach vermeiden, indem man an denen vorbeiläuft. Und der Bosskampf gegen Bob Omb hat überhaupt gar nichts mit Münzen zu tun, deswegen ist es auch keine Schwierigkeit. Und der zweite Stern ist hier ein Rennen gegen Koopa the Quick, hoch auf den Berg hinauf. Und deswegen ist es quasi derselbe Stern nochmal, ohne Bosskampf, mit einem kleinen Zeitlimit, das aber wirklich sehr fair gesetzt ist. Also auch das ist kein Thema. Und der dritte Stern des Levels befindet sich auf einer fliegenden Insel, die man erreichen kann über eine Kanone, die man problemlos freischalten kann, indem man halt mit einem Bob Omb spricht. Und ja, da oben gibt es einfach den Stern dann in der Box. Man könnte sich theoretisch falsch hochschießen in Redcoin rein, da würde man verlieren, aber das ist nicht so wahrscheinlich. Aber danach haben wir dann einige Probleme. Und zwar kommt dann ein Stern, der sich hinter einem Gitter befindet und man muss dafür eigentlich einen Kettenhund befreien. Aber der Pfahl vom Kettenhund wird bewacht von einer Redcoin, die man unmöglich avoiden kann. Das bedeutet, dieser Stern hier ist nicht holbar. Das ist nicht so toll, wenn es schon so losgeht im ersten Level. Und danach kommt sogar noch ein Stern, der nicht schaffbar ist, weil der hängt zusammen, mal wieder mit der fliegenden Insel und Münzringen. Und man muss hier tatsächlich von 5 fliegenden Münzringen die mittlere Münze einsammeln, um 5 Secrets aufzudecken, die einen Stern spawnen lassen. Sehr Pech. Ich darf Münzen leider nicht einsammeln, von daher kann ich hier im ersten Level gerade mal 3 Sterne mitnehmen. Das ist kein guter Start. Als nächstes kommt dann Wurms Wuchtwall. Und das ist so ein bisschen für mich persönlich die nostalgischste Stage, die es gibt. Ich denke, einige Leute werden das nachfühlen können und es kam sogar als Remake später in Galaxy nochmal, wie auch immer. Es gibt hier direkt zu Beginn des Levels erstmal ein kleines Problem und zwar gibt es hier direkt ein paar Münzen auf einer hohen Mauer und die nerven, weil man an denen einfach jedes Mal wieder vorbei muss und das wiederholt sich einige Male, wenn man das Level durchspielen möchte, aber okay, das ist nicht so knifflig. Direkt danach allerdings muss man leider über eine Schlucht mit einer drehenden Plattform und es wimmelt dort nur so von Münzen. Es ist sehr, sehr anstrengend, da wirklich allem auszuweichen. Es ist aber manchmal möglich, wenn man sehr, sehr vorsichtig ist. Aber das ist schon wirklich eine recht anspruchsvolle Stelle. Und danach muss man halt oben im Level einfach den guten Wump besiegen, was kein Problem ist, weil die Bosskämpfe in Mario 64 nicht allzu anspruchsvoll sind. Und der zweite Stern ist dann einfach, ebenfalls wieder ganz hoch zu gehen aufs Level, um dann dort einen Turm zu besteigen, der da gespawnt ist. Und da der mit Münzen nichts zu tun hat, ist auch der zweite Stern hier kein großes Problem. Danach kommt allerdings die Aufgabe Flieg ins Blaue und hier soll man sich eigentlich auf eine Plattform schießen, aber leider sind da Münzen drauf. Es ist aber Gott sei Dank möglich hier tatsächlich, ohne die Kanone hochzukommen zum Stern und dann kann man die ganze Aufgabe hier ohne Glitches einfach cheesen. Bisschen witzig, aber gut, ist halt auch ein altes Spiel, ne?
Und dann kommt ein Stern mit einer Eule, der sehr, sehr anstrengend ist. Der hat zwar mit Münzen nichts zu tun, aber ich muss sagen, die Eulenphysik, wie man hier fallen gelassen wird von der, ist sehr, sehr anstrengend. Ich bin ja einige Male daneben gelandet, aber gut, irgendwann habe ich den Stern dann bekommen. Und dann kommt ein weiterer Stern, der mal wieder mit derselben Kanone zu tun hat, die wir eben schon gesehen haben. Und zwar muss man sich einfach so gegen zwei Wandstücke schießen und die gehen dann kaputt und dann kann man den Stern einsammeln. Ich muss sagen, das Ganze ist nicht wirklich schwierig, wenn man halt aufpasst, wie man abprallt, weil man könnte hier theoretisch in Münzen landen, das wäre nicht so ideal, aber es ist eigentlich nicht so schwer. Ich habe aber als Kind diesen Stern hier nie gefunden tatsächlich. Das war der letzte Stern, den ich damals in Mario 64 gefunden habe, also wirklich der 120. Ist halt einfach wirklich komisch versteckt, oder? Weil so eine Mechanik hier kommt im gesamten Spiel einfach nie wieder vor. Aber gut, musste ich wohl so hinnehmen. Das dritte Level ist dann das erste Wasserlevel im Spiel, und zwar die Piratenbucht Panik, und die hat unfassbar coole Musik, die ist aber leider für diese Challenge hier verdammt irrelevant. Das Schöne ist einfach, wenn ich mich logischerweise dreidimensional ohne Probleme nach oben und unten bewegen kann im Wasser, dann ist es kein Problem, Münzen auszuweichen, es sei denn, die blockieren irgendwie komplett einen gesamten Tunnel, was hier aber nicht gegeben ist, und dementsprechend sind alle Sterne geschenkt. Es ist hier teilweise ein bisschen anstrengend, mit den Aalen klarzukommen, das war so ein bisschen mein Problem, weil die ein bisschen komisch funktionieren, aber okay, wenn man die richtig triggern sollte, kann man auch der ihre beiden Sterne bekommen. Und ansonsten gibt es eigentlich keine sonderlich große Schwierigkeit. Ein Stern ist allerdings erst dann holbar, wenn man bereits die Metal Cap hat. Dementsprechend, naja, habe ich den da später geholt, aber an sich ist der auch kein großes Problem. Und ein Stern hängt mal wieder zusammen mit einer Kanone, aber den Bob-Omb dafür zu finden, ist auch nicht wirklich knifflig, muss man sagen. Wer jetzt allerdings denken sollte, dass diese Challenge hier viel zu einfach wird, der sollte sich auf jeden Fall Bilberberg Bob anschauen, denn das ist das erste Eislevel und es gibt hier leider massive Probleme. Denn es gibt hier zwei Sterne, die so ein bisschen mit einer Eisrutschbahn zu tun haben, und das ist ein Subgebiet innerhalb dieses Levels. Aber um das zu betreten, muss man leider durch einen Schornstein durch von einer kleinen Hütte, und der Schornstein ist voll mit Münzen. Ich konnte mich hier sogar reinhängen in den Schornstein, an der Münze vorbei, aber durchs bloße Loslassen sammelt man die Münze trotzdem ein. Es ist unmöglich, hier reinzukommen, ohne Coins zu collecten, und das ist schon mal nicht allzu toll, weil das sorgt auf jeden Fall dafür, dass ich einen weiteren Stern im Level nicht sammeln kann, und zwar den, der zusammenhängt mit dem Schneemann, denn dem sein Körper spawnt leider nur in dessen eigener Mission und dementsprechend, naja, fällt auch der Stern erstmal weg und damit haben wir jetzt schon mal drei Sterne verloren in diesem einen Level. Wie auch immer, die anderen Sterne sind deutlich angenehmer. Und zwar muss man zunächst mal ein Pinguinbaby zu seiner Mama zurückbringen, was kein sonderlich großes Problem ist. Es kann ein bisschen tricky sein, hier ohne runterzufallen, halt den Berg runterzuklettern, ohne Münzen einzusammeln, aber naja, wenn man Mario 64 schon mal gespielt haben sollte, sollte man das hinkriegen. Und ein weiterer Stern hängt zusammen halt mit Wandsprüngen, aber auch dieser hat mit Münzen nicht allzu viel zu tun, dementsprechend kann man den gut holen. Aber das bedeutet, ich kann hier gerade mal zwei Münzen mitnehmen, im gesamten Level. Das ist schon verdammt wenig. Bevor wir jetzt aber zum ersten Bowser-Level kommen, komme ich zunächst mal zur Flycap und die zu holen ist wirklich gar kein Problem. Man kann aber leider in diesem Secret-Level hier nicht den geheimen Stern holen, weil der hängt leider mal wieder mit Redcoins zusammen und das ist ziemlich bitter. Was ich aber auch vorher machen wollte, ist die Rutschbahn von Peach und das ist ein weiteres geheimes Level und hier gibt es zwei Sterne. Zunächst mal muss man quasi die Rutschbahn schaffen, ohne Münzen einzusammeln und das ist nicht allzu schwierig, ne? Das ist ja klar, man kann sich ja alle Zeit der Welt lassen und einfach allen Münzen ganz vorsichtig ausweichen. Das ist ja alles in Ordnung. Aber für den zweiten Stern muss man die gesamte Rutschbahn schaffen in gerade mal 21 Sekunden oder weniger. Und das zu schaffen, ohne Münzen einzusammeln, sah wirklich unmöglich aus. Ich habe das Ganze diverse Male probiert und es hat nicht wirklich rosig für mich ausgesehen. Weil wenn man sich hier beeilen sollte, wird man zwangsweise irgendwas einsammeln. Und wenn man sich halt die Zeit lässt, hier den Münzen auszuweichen, dann passt es am Ende nicht. Und deswegen habe ich den Stern hier erstmal verworfen und mir für später aufgehoben. Ich wollte es dann irgendwann nochmal probieren. Kommen wir also erstmal zum ersten Bowser-Level. Und ich wusste, wenn ich dieses Level hier nicht schaffen sollte, ohne Münzen einzusammeln, ist die gesamte Challenge gescheitert, weil das Level logischerweise Pflicht ist. Und es gibt hier direkt mal eine sehr, sehr schwierige Stelle auf eine Hängebrücke mit 5 Münzen. Es ist hier möglich, ganz, ganz knapp an denen vorbeizuspringen mit einem Triple Jump und einem Hechtsprung. Es ist aber wirklich sehr, sehr eng. Hätte das Ganze hier etwas schlechter ausgesehen, beziehungsweise wäre die Brücke ein wenig steiler gewesen oder so, hätte ich hier die Challenge aufgeben müssen. Das war knapp. Ansonsten ist das Level allerdings ganz okay. Es gibt hier einige bewegende Plattformen, da muss man sehr vorsichtig sein und sich Zeit lassen,
aber das Ganze ist nicht so knifflig. Also da gab es auf jeden Fall vorher schon ein paar schwierigere Stellen, beispielsweise in Wurms Wuchtwall. Und der Bosskampf gegen Bowser ist gar kein Problem, weil der hat mit Münzen mal wieder überhaupt gar nichts zu tun und der ist einfach so One-Hit nach einer Bombe. Wenn man den ersten Bowser-Fight dann geschafft haben sollte, geht es direkt weiter im Keller und da bekommt man jetzt zunächst mal einige Sachen geschenkt, die wirklich praktisch sind. Und zwar beispielsweise ein paar Sterne von Hasen, die man einfach nur fangen muss. Das sind womit die leichtesten Sterne im gesamten Spiel, von daher kann man sich die sehr, sehr simpel hier abholen. Und es sind zwei weitere Sterne für unseren Stein-Encounter, die mit Münzen einfach gar nichts zu tun haben. Und was man hier auch bekommen kann, ist ein geschenkter Stern von Toad. Das muss man logischerweise erstmal rausfinden, dass der einem Sterne schenken kann, aber es wird noch einige Male im Spiel vorkommen und das ist natürlich auch immer eine schöne Sache. Und dann kann man tatsächlich auch schon die Vanish Cap freischalten, indem man hier zunächst mal das Wasser senkt im Schlossgraben und das geht simpel hier über den Keller, ohne Münzen einzusammeln, weil die kommen hier nicht wirklich vor. Und da muss man tatsächlich hier mal wieder ein kleines Bonus-Level spielen, bei dem es tatsächlich sehr viele Red Coins gibt, aber wenn man hier halbwegs normal spielen sollte und nicht sofort in die Münzen reinjumpen von der Schanze aus, dann ist alles okay und da kann man sich einfach so die Vanish Cap abholen und dann geht es weiter mit dem nächsten Level und das ist jetzt das Geisterlevel. Und hier gibt es eigentlich nur ein massives Problem und zwar, dass die Geister, die man besiegen muss im Level, naja, alle Blue Coins in sich tragen. Das bedeutet, man muss sehr, sehr vorsichtig sein. Weil wenn man die falsch killen sollte und man eine Blue Coin einsammelt, dann muss man das gesamte Level hier neu starten und die Aufgabe neu machen. Das ist ja so ein bisschen unser Ruleset und das kann teilweise so ein bisschen nerven. Aber gut. Drei Sterne haben hier zu tun einfach nur mit König Buhu, also das Ganze ist sehr repetitiv. Dann gibt es einen Stern in der Bibliothek, der halt wirklich kein krasses Rätsel ist, also naja, und Münzen kommen hier auch nicht vor. Und dann gibt es noch einen Stern hinter einem Gemälde, für den man die Vanish Cap braucht und wie gesagt Leute, die haben wir ja gerade geholt und da muss man einfach nur ein großes Auge besiegen, indem man um das rumläuft und dann ist auch dieser Stern hier relativ geschenkt. Und was tatsächlich auch gar nicht mal so knifflig ist, ist die grüne Giftgrotte, weil das ist eher, würde ich sagen, ein Rätsellevel bzw. ein großes Labyrinth. Hier kommen nicht wirklich viele Münzen vor bzw. die sind nicht krass im Weg, wenn man irgendwelche Sterne einsammeln möchte. Das ist hier nicht die Hauptchallenge, es geht mir darum, die Sterne überhaupt zu finden. Und dadurch, dass ich das Spiel logischerweise in- und auswendig kenne, ist das nicht wirklich ein großes Problem. Und somit konnte ich die ganzen Sterne hier ziemlich easy holen. Es gibt einen recht kniffligen Stern, könnte man sagen, bei dem man sich an der Decke hangeln muss und da sind halt Münzen im Weg. Aber über einen Longjump kann man hier einfach zum Stern kommen und dann ist auch der geschenkt. Und was es auch gibt in diesem Level hier tatsächlich, ist die Metal Cap, die man hier tatsächlich freischalten muss. Und dafür muss man halt einfach über Nessie in einen geheimen Bereich kommen, außerhalb des Levels. Und da gibt es mal wieder einen Red Coin Star und einen Schalterpalast. Und es gibt hier eine Stelle, die wirklich nervig ist, wo man die lösen muss, über einen Long Jump. Und das Ganze kann einige Male schief gehen, mir ist es zumindest passiert. Und dann kann man beispielsweise im Wasser außersehen Münzen einsammeln und das Ganze dann, naja, einfach mal neu spielen. Ist ein bisschen frustrierend, aber okay, das ist so ein bisschen das Schlimmste hier in der gesamten grünen Giftgrotte. Und dann kann man sich tatsächlich direkt hier auch einen Stern holen mal wieder mit der Metal Cap und somit ist das gesamte Level recht geschenkt und man bekommt hier einfach so mal wieder 5 Sterne mit auf den Weg. Und danach kommen wir dann zum Feuerlevel, also die Lava-Lagune und die fängt zunächst mal recht simpel an. Wir haben jetzt erstmal einen Bully-Kill zu machen, das ist recht simpel, weil es kommen hier einfach kaum Münzen vor und der Weg dahin, naja, der ist ziemlich optional, es gibt nämlich viele Wege zum Bully hin. Und dann gibt es einen weiteren Bully-Kill, der etwas schwieriger wird, weil hier muss man halt auf einer großen Plattform kämpfen und zunächst mal vorher drei kleine Bullies killen, die auch Münzen spawnen, die dann wild in die Luft schießen. Das kann schief gehen, aber wenn man vorsichtig sein sollte, ist das auch nicht schwierig. Und auch der dritte Stern ist hier eher geschenkt, weil man muss hier nicht mal den Rollbalken großartig benutzen. Man kann einfach so über die Lava zum Stern kommen, ohne irgendwelche Probleme. Dann allerdings geht's rein in den Vulkan. Und da starten die Probleme. Ich muss sagen, der erste Vulkanstern hier ist mit einer der coolsten No-Coin-Stars im gesamten Spiel. Weil diese ganze No-Coin-Challenge hier macht diesen Parcours hier einfach ein wenig schwieriger. Und das ist hier das, was ich mit dieser Challenge hier auch erzeugen möchte. Ein bisschen schwierigeres Platforming. Und das Ganze hätte Spaß gemacht und man muss hier gut aufpassen, den Münzen auszuweichen. Es ist aber tatsächlich schaffbar, hier keine einzige Münze einzusammeln. Und der zweite Sterne-Vulkan ist auch ein Problem, weil hier der Endsprung recht knifflig ist, also der kann wirklich in die Hose gehen, aber mit einem Longjump bzw. mit einer Menge Vorsicht kann man auch hier dran vorbeikommen, ohne die Münzen einzusammeln. Das schwierigste Level bisher ist allerdings das Wüstenlevel und das ist wirklich ziemlich knifflig tatsächlich.
Der erste Stern hängt hier zusammen zunächst mal mit Klepto und das ist halt der Adler, der einen Stern in seinen Krallen hat. Und man würde hier eigentlich auf eine Säule gehen und ihn einfach berühren und der Stern ist mehr oder weniger geschafft. Das Ding ist nur, auf diesen Säulen sind Münzen und ich hatte da ein bisschen Angst vor und ich wollte deswegen Klepto fangen über die Wingcap und das war irgendwie frustrierend. Irgendwie hatte ich da sehr viel Pech mit, aber gut, irgendwann hat das dann funktioniert. Und dann habe ich mir einen ziemlich leichten Stern geholt und zwar den auf der Pyramide, weil den kann man einfach so erreichen, über einen Dreisprung beispielsweise. Man muss da nicht wirklich um die Pyramide rumklettern, das ist gar nicht notwendig. Und man kann ihn sich theoretisch auch holen über die Flycap, also das Ganze, naja, ist ein bisschen komisch designt, sagen wir es so, da kann man sie leicht abkürzen. Und dann kommen wir leider zu den Problemzonen. Und zwar muss man zunächst mal innerhalb der Pyramide nach oben klettern und hier gibt es einige problematische Zonen, weil das Ganze einfach ein Parcours ist mal wieder, wie eben der Vulkan. Und es kommen hier sehr viele Münzen vor. Und vor allem das Ende ist hier ein großes Problem, weil da alles voll ist mit Münzen. Und glaubt mir, Freunde, wenn man hier scheitern sollte, ist es frustrierend, weil man dann einfach alles neu machen muss. Das ist wirklich nicht so toll. Und was es hier drin auch gibt in der Pyramide, ist ein weiterer geheimer Stern, der zusammenhängt mit 5 geheimen Münzen. Und den kann ich logischerweise nicht einsammeln, weil, naja, das ist genauso wie im ersten Level. Ich kann halt keine Münzen einsammeln, um die Secrets zu aktivieren, um den Stern zu triggern. Das ist nun mal verboten. Aber der letzte Stern, der ist dann wiederholbar. Das ist allerdings der schwierigste bisher. Und der ist wirklich sehr nervig. Denn ich bin jetzt leider gezwungen, auf die 4 Säulen drauf zu klettern von der Pyramide, um dann quasi den Deckel von der Pyramide aufzusprengen, um dann weiter zu können zum Bosskampf in der Pyramide. Und auf diesen Säulen drauf zu landen, kann ein bisschen nervig sein, ohne die Münze zu collecten. Ich hatte hier ein paar Probleme, aber es ist tatsächlich möglich. Es ist nur ein bisschen anstrengend. Und dann kann man halt reingehen in die Pyramide und gegen den Boss kämpfen und der hat mit Münzen mal wieder nichts zu tun. Das gilt generell eigentlich für alle Bosskämpfe, außer den guten Bowser, weil der kann teilweise über seinen Feueratem Münzen erzeugen, mit denen man sich heilen soll. Aber auch das ist nicht so schlimm, also die Bosskämpfe werden für diese Challenge hier keine große Relevanz haben. Und da kommen wir jetzt zu der wilden Wasserwerft und dieses Level hier war gar kein Problem, wirklich. Alle 5 Sterne abseits des Redcoin Stars waren geschenkt. Ich dachte zunächst mal, es wäre vielleicht knifflig hier durch den Tunnel zu schwimmen, um zum U-Boot zu kommen, weil es halt ein relativ langer Weg ist ohne Münzen, weil man dann keine Luft holen kann. Aber tatsächlich, naja, ist das ziemlich einfach, weil die Levelgeometrie noch ziemlich minimalistisch war. Also die Level hier waren damals nicht sonderlich groß. Man kann also hier wirklich in der Zeit ganz gutes U-Boot erreichen und wird niemals auch nur ansatzweise ertrinken. Und damit sind wir jetzt auch schon beim zweiten Bowser-Level und das ist mal wieder ein Feuer-Level. Und wenn man nicht aufpassen sollte, kann man hier sehr leicht in der Lava landen, wenn man halt den Münzen ausweichen möchte, beziehungsweise man könnte runterfallen. Und es gibt hier 2 Stellen, die knifflig sind, da muss man quasi über Münzen drüber springen, beziehungsweise an ihnen vorbei. Aber wenn man sich hier die Zeit nehmen sollte, ist das gar nicht mal so schlimm. Also das Level hier ist relativ gut zu machen und Bowser ist logischerweise mal wieder One-Hit über eine Bombe. Das ist ja hier bei den ersten beiden Bowser-Kämpfen früher so gewesen. Und danach kann man sich dann im Obergeschoss einen Stern holen von einem weiteren Toad. Der ist einfach so geschenkt und den nehmen wir natürlich gerne mit. Und dann geht es weiter bei Frostbeulen Frust. Und das ist das zweite Eislevel. Und das ist eigentlich gar nicht mal so schlimm, ne? Es gibt hier 4 Sterne, die kann man echt einfach holen. Und die haben mit Münzen so gut wie gar nichts am Hut. Eine davon ist beispielsweise mal wieder ein Bosskampf, der sehr, sehr leicht ist. Es ist nun mal Mario 64. Das ist nicht das schwierigste Spiel. Es gibt aber einen Stern hier, und zwar den ersten, den ich echt hasse, gerade bei dieser Challenge hier, und das ist Erklimme den Kopf. Man muss ganz hoch auf den Schneemann drauf, und man kann hier sehr leicht runtergepustet werden. Und nach dieser Plattform mit dem Pinguin, wo man halt aufpassen muss, nicht runtergepustet zu werden, sind Münzen postiert. Und da kann man sehr leicht reinsliden, beziehungsweise unglücklich draufspringen, und man darf alles neu machen. Das ist mir 5 Mal oder so passiert, und ich habe den Stern echt gehasst, aber okay. Irgendwann bin ich dann vorbeigekommen und dann ist das Level hier eigentlich ziemlich simpel. Und damit kommen wir auch schon zu Atlantis Aquaria und das ist ein weiteres Wasserlevel, was wieder kein großes Problem ist. Es gibt aber einen Stern, bei dem kann man failen und zwar, naja, hat der mal wieder zu tun mit 5 Geheimnissen. Man muss hier teilweise einfach Münzboxen öffnen und dann fallen logischerweise ganz viele Münzen raus. Da muss man also schnell sein und schnell wegrennen am besten, damit man den nicht aus Versehen einsammelt. Aber das ist auch wirklich das einzige Schwierige am gesamten Level. Man kann hier alle 5 Sterne abseits des Redcoin Stars ohne große Probleme mitnehmen. Deutlich schwieriger ist der Fliegenpilz-Fiasko und das ist ein Berglevel.
bei dem man immer wieder den Berg erklimmen muss, um oben irgendwelche Sterne zu sammeln, weil das Level hier ist sehr repetitiv, also vielleicht gar nicht mal so toll designt, wie auch immer. Es gibt hier einige Münzlinien, die im Weg sind, das Schöne ist allerdings, man kann die immer überwinden über Hechtsprünge, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt. Das ist auf jeden Fall schaffbar, man muss es halt nur wirklich einige Male machen, um hier alle Sterne zu bekommen. Und es gibt hier auch mal wieder tatsächlich, naja, ein Slide. Und der ist gar nicht mal so einfach, also den durchzuspielen und Münzen einzusammeln, dürfte so ziemlich unmöglich sein. Das Schöne ist allerdings, man kann den komplett skippen, indem man einfach so im Außenbereich des Levels zum Stern springt. Furchtbares Game Design eigentlich, aber okay, da hat Nintendo einfach gefailt und in der All-Stars Version wurde das nie gefixt, von daher kann man hier einfach so den Stern mitnehmen, ohne die Rutsche jemals zu betreten. Das schwierigste Level bisher ist allerdings Gulliver Gumba und das ist wirklich sehr besonders und zwar kann man hier einfach das Level spielen als kleiner und als großer Mario, könnte man sagen, beziehungsweise die Welt selber ändert ihre Größe basierend darauf, wie man die Welt betritt. Man kann aber auch die Größe der Welt verändern im Laufe des Levels, indem man Röhren betritt. Es ist wirklich ein schönes Gimmick und es gibt hier einen sehr, sehr ekelhaften Stern, der immer wieder mit 5 Geheimnissen zusammenhängt, die man aufdecken muss. Und das muss man leider machen als großer Mario, der sehr, sehr leicht hier auf der kleinen Insel in Münzen reinrennen kann. Das ist wirklich extrem frustrierend und man muss tatsächlich zweimal in diesem Level hier als großer Mario ganz oben auf den Berg drauf und das geht nur über einen sehr schwierigen Dreisprung, der sehr, sehr anstrengend ist, weil man sonst leider Münzen einsammeln würde. Da muss man extrem vorsichtig sein und man muss das deswegen zweimal machen, weil da oben halt Wickler ist und auch eines der 5 Geheimnisse. Sehr, sehr anstrengendes Level und das Rennen mit Koopa the Quick kann auch ein bisschen schwierig sein, ohne Münzen einzusammeln. Da hatte ich auch tatsächlich ein paar Probleme. Also diese Welt hier ist nicht ganz so einfach und auch der Stern mit den Piranha-Pflanzen ganz zu Beginn des Spiels kann daneben gehen, wenn eine der Münzen, die als Spawn durch einen Piranha-Kill direkt in einen reinspringt. Das kann durchaus auch passieren. Und damit kommen wir jetzt auch schon in den Turm des Schlosses rein, weil wir mittlerweile mehr als 50 Sterne haben. Und dort gibt es mal wieder einen weiteren Toad-Stern, der einem einfach so geschenkt wird. Sehr, sehr praktisch, den habe ich sehr gerne mitgenommen. Und dann geht es weiter mit Tic-Tac-Trauma, einem sehr, sehr coolen Uhren-Level. Ich muss aber sagen, ich finde dieses Level-Design hier passt nicht so gut zu Mario 64, weil das Ganze eigentlich nur ein großer Turm ist mit einem sehr großen Parcours. Und man muss deswegen eigentlich nur eine Aufgabe machen, um zu sehen, dass jeder Stern hier möglich ist, ohne Münzen einzusammeln. Weil es einfach immer wieder derselbe Turm ist, den man halt einfach nur zu einem gewissen Grad erkunden muss und dann bricht man ab, indem man halt einen Stern einsammelt. Und der schwierigste Stern ist hier der, der ganz oben ist. Ich würde sagen, das Ganze hier wäre besser als lineares Level gewesen für einen Bonusstern oder so und nicht für eine ganze Welt, aber okay. Wenn man hier erstmal den Stern gesammelt hat, der ganz oben ist, dann werden die anderen Sterne keine große Herausforderung mehr sein. Und ganz ehrlich, Leute, man kann die Uhr sogar anhalten, wenn man das Level hier clever betritt. Also selbst das ist möglich. Dann allerdings kommt Rainbow Ride und dieses Level hier habe ich einfach nur gehasst. Es ist natürlich das obligatorische Luftlevel und es ist mit Abstand das schwierigste Level für diese gesamte Challenge. Es gibt zunächst mal einen Bereich mit einem Parcours und da gibt es insgesamt 2 Sterne. Und der ist tatsächlich ziemlich nice gemacht irgendwie und ich habe den immer gerne gespielt. Und in der No-Coin-Challenge wird er doch ein bisschen kniffliger, weil man dann logischerweise aufpassen muss, dass man keine Münzen einsammelt. Und da bekommt dieser Parcours hier sogar eine gewisse Tiefe, also da muss man halt seitlich an Münzen vorbei, was im Ganzen irgendwie so ein bisschen einen coolen Twist gibt. Also das hat mir echt gefallen. Aber dann geht es weiter mit den fliegenden Teppichen und diesen Bereich hier hasse ich und zwar gibt es hier eine Münze, die einfach so im Weg schwebt. Und man muss einfach bei jedem weiteren Stern immer wieder an dieser Münze vorbei und über die drüber springen. Und es kann einfach schief gehen und dann muss man alles neu machen beziehungsweise wieder mit dem fliegenden Teppich fliegen und das kann sich echt hinziehen. Also das Ganze ist ein bisschen nervig, dass man das Ganze mindestens 3-mal machen muss. Und oben beim Schloss gibt es dann nochmal Probleme. Weil da gibt es tatsächlich Münzen, die mal wieder komplett im Weg sind und man kann hier leider nicht verfrüht vom Teppich runterspringen, um halt die zu dodgen. Man muss tatsächlich draufbleiben und auf der hintersten Ecke vom Teppich stehen, um diesen Münzen auszuweichen. Also das ist echt schlimm und wenn man den nicht ausweichen könnte auf diese Art und Weise, wäre der Stern hier vielleicht sogar praktisch unmöglich ohne Glitches. Damit haben wir confirmed, dass es möglich ist, das finale Bowser-Level zu erreichen, ohne Münzen einzusammeln. Und wir haben sogar weit über 70 Sterne, also das hätte ich gar nicht unbedingt kommen sehen, dass es wirklich relativ viel Spielraum hier noch gibt. Weil wie gesagt, so viele Sterne wegfallen über die Red Coins. Aber ihr seht schon, das letzte Bowser-Level hat gar nicht mal so viel mit Münzen zu tun. Es ist halt kein normaler Kurs und tatsächlich ist das Level hier fast sogar einfacher als das erste Bowser-Level ohne Coins.
weil hier so wenig Münzen wirklich im Weg sind. Wo ich allerdings immer wieder Probleme habe, ist mit dem finalen Bowser-Fight. Ich weiß auch nicht wieso, aber der fällt mir nicht so leicht. Gerade wenn halt später die ganze Arena etwas kleiner wird und zum Stern wird, fällt es mir schwierig, diese verdammten Bomben zu treffen. Aber gut, irgendwann hatte ich da einen Versuch, wo das funktioniert hat und dann habe ich die Challenge hier gewonnen. Das Ding ist allerdings, das hat mir noch nicht gereicht, weil ich wusste, es gab noch einen Stern, der stand auf der Kippe. Und das war wie gesagt die Rutschbahn von Peach. Ist irgendwie lustig, dass das hier so ein bisschen das Finale ist, aber ich habe hier nochmal die Chance gesehen, einen weiteren Stern mitzunehmen. Und ich habe dann wirklich sehr viele Versuche gegrindet, um hier irgendwie in unter 21 Sekunden zum Stern zu kommen. Und ich habe es einfach nicht hinbekommen. Ihr seht hier einen kleinen Zusammenschnitt. Es ist sehr, sehr frustrierend. Also, wenn man sich hier beeilen sollte, wird man fast immer Münzen berühren. Und wenn man keine Münzen berühren sollte, ist man einfach zu langsam. Das Schöne ist allerdings, es gibt auf dieser Welt auch Speedrunner. Und die haben tatsächlich einen Weg gefunden, die Peach-Rutschbahn stark abzukürzen. Das Ding ist nur, wenn man das so machen würde, wie die es tun, würde man Münzen einsammeln. Von daher muss ich diesen Trick hier etwas abwandeln. Aber es ist möglich tatsächlich, den größten Teil von Peach-Rutschbahn einfach zu überspringen über einen sehr, sehr schwierigen, sehr merkwürdigen Sprung. Und dann kann man tatsächlich die Rutschbahn abschließen in sehr, sehr wenigen Sekunden. Also dann ist es gar kein Problem, unter den 21 Sekunden zu bleiben. Und da kann man sich diesen geheimen Stern hier auch noch holen. Es ist aber wie gesagt kein einfacher Trick und ich habe hierfür eine Weile gebraucht. Aber gut, irgendwann habe ich es geschafft. Und damit kommen wir insgesamt auf 76 Sterne. Ganz ehrlich, Freunde, ich dachte, ich werde hier sehr, sehr knapp unter 70 landen oder vielleicht ein bisschen drüber. Aber dass wir doch mehr als 75 bekommen haben, fand ich ganz cool. Wie auch immer. Eure Meinung hierzu gerne in die Kommentare, so wie immer. Und ihr könnt mir sehr gerne weitere Mario-Spiele vorschlagen, wo ich das Ganze hier mal wiederholen soll. Gerade diese All-Stars-Sammlung hier hat jetzt wieder einige Möglichkeiten geöffnet, wie ich gut capturen kann, einige 3D-Marios. Deswegen Vorschläge immer gerne gesehen. Und da würde ich sagen, denkt auch bitte an meinen Twitch-Kanal, wo ich mittlerweile regelmäßig livestreame. Und ganz wichtig auch an meinen Yu-Gi-Oh!-Kanal, meinen anderen YouTube-Kanal tatsächlich. Und da würde ich sagen, sehen wir uns dort. Und an dieser Stelle auch Dankeschön an meine Patreon-Spender. Ohne euch würde es meine Kanäle vielleicht in einiger Zeit nicht mehr so geben, wie wir sie gewohnt sind. Deswegen riesiges Dankeschön an euch. Und ihr seht jetzt hier noch meine Endcard. Links ist mein Yu-Gi-Oh!-Kanal und rechts daneben ist mein Sponsor. Und rechts daneben sind noch zwei Videos. Das obere wird euch von YouTube empfohlen und das untere ist die letzte Folge dieses Formates. Deswegen schaut da mal rein. Bis bald. Tschüss.